Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Heute freue ich mich echt besonders, weil wir endlich das Gerät bekommen haben, um meine Batterie zu testen. Ihr wisst, ich habe den Kona jetzt seit 3 Jahren und ich bin am Überlegen, den Kona zu kaufen. Habe aber kein Gefühl und keine Ahnung davon, wie lange so eine Batterie hält. Bei einem Motor weißt du immer, okay, wenn man viel Kurzstrecken fährt und je nachdem, was man für Sachen macht, ist die Leistung eben von so einem Wagen, von so einem Motor nicht so lange oder eben doch länger bei Langstrecken bei der Batterie? Keine Ahnung. Und den Elektromotor kommt ja eigentlich nichts dran. So, und so ist meine Frage, kann ich den Wagen kaufen oder nicht? Ich habe hier eine Kaufanfrage gestellt an Hyundai, weil ich habe den Wagen geleast. Eigentlich ist es so gekommen, dass ich vor 3 Jahren gesagt habe, ich bezahle 107 Euro dafür plus Mehrwertsteuer. Preiswert, da kann ich kein Auto fahren und ich muss damit in Kontakt kommen. Wir haben ja schon ganz viel gemacht mit E-Mobilität. Und jetzt ist der Punkt, kaufe ich ihn nicht, weil für die Strecke, ich habe eine relativ kleine Batterie hier drin, eine 39 kW Batterie drin, für die Strecke, die ich fahre, reicht das vollkommen aus. Insgesamt macht das Auto hat eine Strecke von 275 Kilometer, schafft er. Und für mich reicht das vollkommen aus. So, jetzt habe ich hier die Kaufanfrage gestellt und schaut mal, also das Auto soll jetzt mit Verkauf, Sonderhandling, ich weiß gar nicht, was das ist, Verkauf, Sonderhandling, naja, 13.550 Euro plus Mehrwertsteuerkosten, also 16.124,50 Euro. Aber ich würde ihn gerne kaufen, aber nur, wenn die Batterie wirklich Leistung hat. Und daraufhin habe ich mit unserem Partner Male gesprochen, weil die so ein Mega-Gerät haben. Ich sage, ich brauche so eine Maschine, wir müssen das testen. Und habe mich da auch schlau gemacht, was das Gerät kann. Und das Gerät ist meines Erachtens bis jetzt, und das ist das, was ich weiß, einzigartig auf dem Markt. Es gibt ganz viele Hersteller oder Testerhersteller, die dort anbieten, dass man die Daten aus dem Fahrzeug auslesen kann. Aber das sind natürlich die Daten von dem Fahrzeughersteller. So, und ihr wisst ja, mit den Daten vom Fahrzeughersteller, ne? Also so ein Handling mit so einem Auto, ist hier was Neues, aber ich bin wirklich so vom Fahrfeeling her damit echt zufrieden. Und das heißt nicht, dass ich gegen Benziner oder Diesel bin, das doch mal ganz klar. Und synthetische Kraftstoffe, und das ist alles eine Gemengelage. Und ich finde, man sollte das fahren, was man fahren sollte, dem eben angepasst, wie man es nutzt und ob man laden kann oder nicht und. So, jetzt kommen wir zu unserem Gerät. Der große Vorteil ist hier dran, es gibt verschiedene Hersteller. Also nochmal, wir waren ja vorhin an dem Punkt, einfach nur auslesen, die Daten, denen traue ich nicht, das sind Herstellerdaten, da bin ich nicht so von überzeugt. Dann gibt es die Möglichkeit, andere Firmen bieten es an, dass man ein gewisses Ladeprofil muss man einhalten. Das heißt, es wird ein Dongle in den OBD-Stecker reingesteckt und man muss ein gewisses Ladeprofil über eine Woche laden, beschleunigen, bremsen, langsam fahren, schnell fahren und. Und darüber errechnen die dann die Daten, was wirklich der Zustand der Batterie ist. Da kenne ich nur einen Hersteller, aber man muss eben fahren und Riesenaktionen mit rum und rum. Das Gerät macht das alles hier fest in der Werkstatt. Das heißt, wir starten jetzt einfach mal. Er sagt uns ganz genau, was wir tun müssen. Und das Gerät, wir starten jetzt erstmal. Das ist hier unser Programm. Das haben wir hier auf unserem großen Bildschirm geladen. Was möchten Sie suchen? Nein, ich möchte keinen Motorcode suchen, sondern ich habe hier, das sind jetzt die ganzen Hersteller, die dran sind. Ne? Warte mal, ist da auch Mini, Peugeot, Polestar, Renault, Skoda, Cupra, okay, war ganz schön viel dran. Dacia, Cupra, wow, mega. Also wir haben hier Hyundai, wo sind wir denn? Ich bin fisch. So, Hyundai, das ist der Kona, so, das ist 100 kW, cool, das ist das, was der Motor an Leistung hat. So, jetzt fragt ihr euch, Komponenten mit gefährlichen elektrischen Spannungen.
Warnhinweise, alles klar, vielen Dank. So, wir starten unser System. Der Rechner ist jetzt verbunden mit dem WLAN, das Gerät ist verbunden mit dem WLAN. So, die empfohlenen Testbedingungen für ein ideales Ergebnis sind folgende. Fahrzeug mindestens 2 Stunden im Leerlauf, also 2 Stunden gestanden. Ideale Umgebungstemperatur 23 Grad haben wir. Ladezustand zwischen 10% und 90% haben wir auch. Und Idealbedingungen, ne? Also es geht auch mit anderen Bedingungen. Das VCI an den OBD-Stecker verbinden. Das heißt, der errechnet jetzt nicht nur das, was er da gleich mit der Batterie veranstaltet, sondern er nimmt auch die Daten vom Fahrzeughersteller und gleicht das ab. So. Gut, okay. So, jetzt muss ich hier noch ein paar Daten eingeben. Dann machen wir einfach, dass der Wagen vom Holger. Kilometerstand haben wir 23.998, also 24.000 Kilometer. 24.000 Kilometer. Seht, ich fahre wirklich nicht viel in 3 Jahren mit dem Auto. So, Baujahr haben wir 12.2020, glaube ich. Mal schauen. 12.2020, 09.12.2020. Nennkapazität der Batterie. Habe ich vorhin gesagt, 39 kW. Aber die Hersteller machen immer etwas dickere Batterien rein. Das ist jetzt beim Kona so um die 3 bis 4 kW. Also rechnen wir mal drauf, 39, sagen wir mal, gehen wir mal hier 42 kW an. VW macht das so sogar mit 10 kW stärkere Batterien. Ist ja klar, wenn ich die Batterie immer ganz entlade und ganz voll lade, dann geht relativ schnell meine Batterielebenszeit runter. Deswegen machen die Hersteller, puffern die etwas, 42 kW ist drin und geben aber nur 39 kW an und man bewegt sich nur in diesem Range von 39 kW. Dadurch ist die Lebenszeit von so einem Wagen, also von der Batterie, viel, viel länger. So, Umgebungstemperatur haben wir gerade 25 Grad. Wir haben Sommer. Wie schön das doch ist, oder? So, dann haben wir noch vorheriger Fahrzeugzustand, 2 Stunden vor dem Test. Das heißt, ist der geladen? Nein. Sind wir schnell geladen? Nein, er ist nicht geladen. So, überwiegend langsame Fahrt die letzten 2 Stunden, überwiegend keine Fahrt die letzten 2 Stunden. So, und dann geparkt bei kalten Temperaturen? Nein, geparkt bei warmen Temperaturen? Jawohl, 25 Grad haben wir ungefähr. Nicht, dass ihr euch wundert, dass das so relativ klein ist. Ich habe das hier auf so einem fetten Bildschirm gezogen. Normalerweise haben wir hier noch ein Tablet dabei. Damit kann man das auch machen. Das geht auch sehr gut. Ne? Da ist es so ein bisschen flexibler. Aber ich finde es einfach schöner, daran zu bedienen. Ich könnte jetzt das im Prinzip einschalten und dann einfach weitermachen. Aber ich habe es jetzt darauf gewählt. Deswegen sieht das so komisch aus. Muss man mit Male sprechen. Vielleicht können die da noch, dass das so ein bisschen fetter die Daten sind. Oder besser die Schrift ist. So, dann gehen wir mal weiter. Ich bin echt gespannt. Geht nicht weiter, warum nicht? Was habe ich gemacht? Sieht das Kennzeichen nicht an. PA 6677 Emil. So, dann schauen wir nochmal. 9.12. Ach, hier. Ach, das hat er rund untermalt. 2020. So. Na, vielen Dank. So, jetzt. Deswegen hat er den roten Strich da. Das Programm ist neu. Alles neu. So, jetzt. Jetzt geht weiter. Kontrolle läuft. Ladestation an das Fahrzeug anschließen. So. Gleichstromlader. Gehen jetzt hier dran. Also hier unten ist hier so ein Gleichstromanschlüsse. Hier oben ist der Wechselstromanschluss. So, und wir gehen jetzt hier rein und gehen jetzt auf jeden Fall mit Gleichstrom hier rein. Gleichstrom, riesengroßer Vorteil, viel schneller. Das muss sich vom Wechselstrom umgewandelt werden, vom Inverter in Gleichstrom und dann in die Batterie reingebracht werden, weil Wechselstrom kann man nicht speichern. So, Ladestation am Fahrzeug angeschlossen, habe ich gemacht. So, jetzt Systemkonfiguration läuft.
Das heißt, er lädt sich jetzt alle Daten runter. Schauen wir mal, ob alles drin ist. Was noch ist, zu dem Gerät hier, also erstmal zeigt er jetzt hier grün an, es ist alles okay, es läuft alles, das ganze System. Wenn rot ist, zeigt er, ist es eben unten Fehler. Automatisch lesen der Fragestellung für dieses Modell nicht verfügbar. Okay, gut, dann geben wir die Fragestellung mal ein. Das Problem ist, dass bei den E-Fahrzeugen das nicht mehr so genormt ist wie heutzutage bei den Benzinern oder das ist irgendwie doch so ein bisschen freiwild Dschungel. Da sind die Daten teilweise in anderen Steuergeräten drin, also nicht im Motorsteuergerät, wie es fest bei uns, bei den normalen Benzinern und also bei den Verbrennern ist. Da ist die Fahrgestellnummer immer im Motorsteuergerät abgelegt. Bei denen ist das mal da, mal da, mal da. Deswegen ist es relativ schwierig, dass er das automatisch macht. Und wer weiß, wo Hyundai das eingegeben hat. Wir müssen jetzt die Daten eingeben. Es ist einfach wichtig für die Cloud, weil alles, jetzt diese Messung, die geht in die Cloud rein, also in die Mahle Cloud. 107, Momentchen eben, 107530. Also die Daten gehen in die Cloud rein, auch die Messwerte gehen in die Cloud ein. Da ist eine künstliche Intelligenz hinter und die macht es immer schlauer. Das heißt also von Tag zu Tag, je mehr von diesen Geräten ausgeliefert werden, von Tag zu Tag wird der Vergleich größer, weil eben mehrere Fahrzeuge drin sind. So, dann bestätigen, jetzt läuft er weiter. Die grüne Taste an der Ladestation drücken, um den Test zu beginnen. Grüne Taste. So, er zeigt blau an, das heißt, er arbeitet. Hier ist die Zeitangabe. So, jetzt dauert diese ganze Prozedur 20 bis 25 Minuten. Ja, und ich sage euch gleich noch, wofür der blaue Knopf da ist. Das ist richtig, richtig gut noch. Ja, und dann sehen wir jetzt am Schluss von unserem Beitrag, ob ich das Auto kaufe oder nicht. So, kann man sehen, der hat 68% ist in der Batterie gerade drin. Das ist ja die gerade am Laden. Mit 19,8 kW haut der jetzt da rein, also richtig geil. Da kann ich also in 2 Stunden, wäre das Ding jetzt voll, wenn wir den Test 2 Stunden laufen lassen würden. Ne? Und jetzt läuft die Zeit runter. Okay, und was wir jetzt machen, pass auf. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, hier an dem Wagen, das war ein Ford. Da haben wir damals gezeigt, wie Ford hat hier einfach Driss gebaut oder wir vermuten, dass das so ist. Der Wagen hat einen unglaublichen Wasserverbrauch, der Motor. Und das liegt daran, weil Ford hier diese Kolbenhülsen, will ich jetzt mal so sagen, so angelegt hat, dass hier Schlitze reingemacht hat, dass das Wasser hier auch durchspült. Und das Problem ist wohl, dass die Zylinderkopfdichtung, die da oben drauf liegt, sich durchpresst an diesen Stellen und dass der Motor dann dort, die Dichtung kaputt geht und da undicht wird. Die neue Ausführung ist, schaut mal, da haben die einfach nur ein Loch reingebohrt, dass das Wasser da durchlaufen kann und diese Seitenwand hier kühlt und haben das anders gefräst, als dieses hier gemacht haben. Im Prinzip eine Fehlkonstruktion von Ford. Wir haben jetzt bei dem Auto einen neuen Motor eingebaut. Das ist hier der alte Motor und das will ich euch nicht vorenthalten. Wir bauen jetzt den Kopf runter und schauen, ob das, was wir hier erzählt haben oder die Informationen, die wir bekommen haben, wirklich eine Wahrheit ist, weil das ist ganz klar ein Thema. Wie kann Ford so einen Scheiß bauen? Und vor allen Dingen, warum bezahlen die nicht das Erneuern von dem Motor, wenn sie doch jetzt eine neue Version haben? Also wir haben jetzt die neue Version eingebaut. Jetzt bin ich gespannt, wenn wir den Kopf hier runternehmen. Adnan! Hast du eben Zeit, den Kopf runterzunehmen? Ja? Jo, also Adnan nimmt jetzt gleich, schraubt jetzt den Kopf runter. Dann haben wir jetzt gleich am Schluss echt zwei fette Dinger. Ne? Erstmal hier den Motor und dann
gebe ich 16.000 Euro aus. Ey, Mami, you a hottie, got a body, yummy, yummy. You so naughty, acting funny, you so sweet, gummy, gummy. Yeah, I'm strong, gummy, gummy. Get excited when you're coming, get ignited when you're coming. You don't gotta tell her nothing, she's a fan. So, jetzt kommt der Punkt, ob wir es verrecht haben oder nicht. Also der... So schnell haben wir noch nie den Kopf abgebaut. Wir haben das jetzt so ein bisschen grob schlechterig gemacht, weil das wird ja sowieso nochmal alles auseinandergenommen. Da wird ja neu überholt. So, jetzt sehen wir hier. Ja. Das ist die Kopfdichtung. Und darunter müssten jetzt eigentlich die Schlitze zu sehen sein. Ja, da ist es. Ja. Da sind die Schlitze und das läuft dann hier in den Brennraum rein. Weil diese Dichtung sich hier an dieser Stelle, kann man ja richtig sehen, da, wie sich da reingedrückt hat. Da. Hier auch, da. Drückt sich da rein und dann mit dem Druck das Ganze undicht. Wie sie sich eingearbeitet hat in diesen Ritz rein. Ja. Tja, ja, genau das, ne? Ja, genau das kann man hier ganz genau sehen, wenn man das so hin und her kippt. Da siehst du da. Da siehst du, wie es. Siehst du, was ist denn auch hier? Ja, wie das Wasser dann hier ist, dann schön hier da reingelaufen. Ja, normalerweise müsste jetzt dieser. Dieser der Ring hier so durchgehend sein, die Dichtung hier, da ist keine, hat da nicht aufgelegen. Das sind da eins der schlimmsten, ne? Ja, kann man hier kann man es noch sehen. Ist, ne? Ja, richtig, wieder. Ja. Sieht man, wie weiß die sind da. Okay, das kann natürlich jetzt auch an der Verbrennung noch liegen, aber das ist eine heiße Verbrennung. Dann ist es hier zum zwei ganz besser. Ja. Das ist tatsächlich so, wie wir den Tipp bekommen haben, dass das so ist bei diesem Motor. Das ist schon gruselig, oder? Die beiden Motoren und dann funktionieren die nicht. Gut, die Schrauben jetzt wieder zusammen. Das haben wir jetzt wirklich nur gemacht für uns, für unser Wissen. Wir wissen, ist jetzt wirklich so. Aber war eigentlich klar, weil genau das Bauwerk da reinpasst. Und ja, das schrauben wir alles wieder zusammen. Da wird dann sowieso bei Ford wieder auseinandergebaut. Aber ich glaube, die schmeißen die weg. Was soll die noch machen? Der Block ist ja total am Arsch. Die werden den überhaupt nicht mehr. Die werden den überhaupt gar nicht mehr überholen. Ich meine, was willst du da machen? Da kannst du nichts jetzt irgendwas reinlaufen lassen oder sowas. Ich denke, dass die Motoren komplett wegschmeißen. Schrott. So, dann schauen wir mal, wie das hier bei mir aussieht. Okay, Ihr Gerät ist noch an das Fahrzeug angeschlossen. Entfernen Sie es bitte. Okay. E-Health-Vorgang erfolgreich abgeschlossen. Die grüne Taste an der Ladestation drücken, um den Test abzuschließen. Prüfen Sie Ihre E-Mail-Posteingang zum Erhalt des Berichts. Also, wenn ich jetzt hier drauf drücke, so, bip. Okay, ich drücke hier drauf. Ich kann jetzt den Stecker noch nicht rausziehen. Ne? Drücke ich hier drauf. Bop. Und ich kann den Stecker rausziehen. Jetzt geht das in die Cloud. In der Cloud wird das ausgewertet. Und da bekomme ich gleich eine E-Mail, die wir dann ausdrucken. Und dann sehen wir, ob... Schon da. Um 13:34 war der 10:34 war der Test schon beendet. Jetzt haben wir um 10:43. Die ist also schon gesendet worden. Ist noch nicht mal damit, dass ich drauf drücke, sondern wenn sobald das Ding ausgewertet ist, schicken wir es los. So, und dann gucken wir mal. Das drucke ich jetzt aus als Überraschung, damit wir das mal auf Papier haben. So, während das jetzt druckt, zeige ich euch noch die Funktion, habe ich versprochen, von der blauen Taste.
das ist eigentlich auch der Clou, wo ich sage, das müssen wir eigentlich alle in der Werkstatt haben. Wir können uns draußen eine Ladestation irgendwie hinbauen, das kann man alles machen. Das ist aber eine portable Ladestation. Das heißt, ich kann einem Kunden, der jetzt hier ist und der will eine große Reparatur machen, sagen, pass auf, ich pumpe dir das Auto noch voll. Ich drücke jetzt einfach hier drauf, ist ja angeschlossen. Ich drücke einfach hier drauf. So. Steht noch Stop. Jetzt fängt das Ding gleich an zu laden. Also der überprüft das jetzt. Bin ich an dem Anschluss dran? Und jetzt gleich. Ich habe noch nie probiert. Ist alles drin. Jetzt hat er umgeschaltet. Klack, klack. Es ging gerade irgendwas. Das heißt ja. Jetzt fährt er auf. Jetzt lädt er mit. Guck, wie rauf, fährt drauf. Mit 19,8 Kilowatt kriege ich jetzt Gleichstrom da reingepumpt. Ich habe 82% auf meinem Akku drauf. Der hat natürlich vorhin bei den Prüfen auch schon da reingepumpt. So, das war schon ein kurzer Moment, ist mein Coder wieder geladen. Und so kann man das portabel dann machen. An der Bühne kommen die Kunden, da große Reparatur, kleinen Service. Laden wir ihm das Auto noch voll. Finde ich einfach großartig. Aber jetzt kommt's ja. Gebe ich die 16.124,50 € aus, ja oder nein? Ich würde sagen, ich gebe die nur aus, wenn die das mindestens um die 95% der Batterie noch in Ordnung ist oder nicht. Hier ist die Auswertung. Schaut mal an. Anzeige für Restkapazität. Schätzung der vom Hersteller freigegebenen Restkapazität im Verhältnis zur Nutzungskapazität 94%. Leistungsanzeige ist in Ordnung. Hersteller, also wir sind jetzt bei 97%. Vom Hersteller geschätzte Gesundheitszustand der Batteriemanagementsystem 97% und tatsächlich bin ich bei 94%. Gut, damit bin ich zufrieden. 94% in 3 Jahren bei der Leistung. Sag mal, wenn ich jetzt wirklich damit 100.000 Kilometer fahre, was ich sehr wahrscheinlich nicht tun werde, das lohnt sich. Nee, stopp mal, verstehe ich das richtig? Anzeige verfügbare Restkapazität. Schätzung der vom Hersteller freigegebenen Restkapazität im Verhältnis zur Nutzungskapazität. Referenzfahrzeug Hyundai Kona Electric 9394. Leistungsanzeige, die Fahrzeugleistung liegt im erwarteten Bereich anderer Elektrofahrzeuge. Okay, Hersteller, das ist tatsächlich vom Hersteller geschätzte Gesundheitszustand. Das ist der geschätzte Zustand, das ist der tatsächliche Zustand. Stimmt, aber mit 94% bin ich zufrieden, aber das ist 3% Unterschied immerhin. Allerdings, ich bin jetzt, wenn ich das bezahlt habe und das jetzt noch durchgeht bei Kona, bei Hyundai, Besitzer eines Hyundai Konas. Okay, bis dann, ihr Lieben, gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.